nach wie vor lege ich immer sehr große Wert darauf, dass Vereine aus dem Ruhrgebiet, je mehr Vereine wir haben im bezahlten Fußball, umso mehr macht es Spaß. Ich sage, normalerweise müsste das Ruhrgebiet und so ein bisschen ausweiten hier, müsste 10 Vereine stellen für die erste Liga, dann würden sie alle gucken, was machen die da im Ruhrgebiet, die machen eine eigene Liga auf. Genauso ist es, das muss wieder kommen. In Ihrer Jugendarbeit in Schalke oder auf Schalke zufrieden? Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mit die beste Jugendarbeit hier in Deutschland in den letzten Jahren aufgezogen. Wir sind sehr zufrieden, wenn Sie jetzt den Kader sehen, den aktuellen Kader. Manuel Neuer ist ein Kind auf Schalke. Er ist in der Pampersliga groß geworden, in Hamburg gezogen bis heute. Das wird übrigens der kommende Nationaltorhüter Deutschlands werden im nächsten Jahr. Wenn ich an Christian Pander denke, genauso großgezogen, den haben wir von Münster geholt mit 14, ausgebildet, leider zwei schwere Verletzungen am Knie gehabt, der ist jetzt wiedergekommen, ich hoffe, dass er sich nicht mehr verletzt hat am Knie, dann wird es für uns, der Witz, wie man so schön sagte, eine Waffe sein, weil er hat außergewöhnliche Schussfähigkeiten, die kaum einer hat mit dem Fuß in der. Und dann wird es so Fanaktionen wie 19 Minuten, 4 Sekunden Schweigen und den Presseboykott der Spieler. Ja gut, das mit der Schweigegeschichte ist ja historisch und sensationell, wie das abgelaufen ist. Jetzt kann man darüber diskutieren, lässt man das erstmal zu oder sagt, okay, mach das mal. Es war einfach von der Dramaturgie her nicht zu überbieten, was da passiert ist. Das geht wieder in die Geschichte ein, das gibt es nur auf Schalke. Und was gibt es noch, Schalke? Das mit dem leichten Gesäusel und Klatschen, noch ein bisschen anklatschen schon, dass dann das Tor fällt und genau da zu dem Zeitpunkt, wo sie dann klatscht, da war was da. Das kannst du nicht irgendwo im Theater, das kannst du nie so inszenieren, dass es genau so hinkommt. Das war sensationell. Ich finde auch in Ordnung, wenn die Jungs mal sagen, pass mal auf, wir haben die Schnauze voll, wie auch immer. Heute mal nicht so. So, das ist das eine. Und was war noch das andere? Ach so, ja, das ist eine Geschichte. Am Ende ist der Spieler oder die Spieler sind immer die Verlierer bei so einer Geschichte. Sie werden gegen die Presse nie gewinnen. Sie werden nie gewinnen. Am Ende werden sie alle einknicken irgendwann. Aber die haben es so gewollt. Ich weiß nicht, ob es noch weiter unterstützt wird, auch vom Vereinsseite aus, weiß ich wirklich nicht. Die sollten jetzt alle damit aufhören, wieder neu beginnen, so wie sie es auch jetzt mit dem einen oder anderen Spieler gemacht haben. So, sie sollen das ausräumen, sagen, pass auf, jetzt geht es nochmal weiter, weil das bringt absolut nichts. Das bringt wirklich nichts. Weil die warten ja nur auf Fehler. Die Presse wartet nur auf Fehler der Mannschaft oder des Vereins. Herr Assauer, werden Sie demnächst als Präsident dem Verein zur Verfügung stehen? Heutiger Stand nein. Demnächst? Ja, heutiger Stand nein. Und demnächst sind für mich die nächsten 5 oder 10 Jahre. Dann habe ich so ein Alter erreicht, dann reicht es, dass ich dann irgendwo zu Hause nach dem Fernseher sitze und Schalke natürlich beobachten kann. Also im Moment absolut kein Interesse und absolut keine Möglichkeit. Nein. Herr Assauer, werden Sie demnächst als Präsident dem Verein zur Verfügung stehen? Heutiger Stand nein. Ja. Ich hoffe, nicht so schlimm. Herr Assauer, jetzt zwei Minuten im Radio Steinfurt. Ja. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, liebe Schalke, ich hoffe, großer List aus Schalke. Schalke ist unser Leben, sagen die Ausstellungsmacher Barbara Herrmann und Peter Krebert, die hier präsentierte Show genannt. In diesem Wort kommt zum Ausdruck, was unzählige Fans seit Jahrzehnten für den SM4 empfinden. Zum Abschluss möchte ich der gastgebenden Steinfurter Kreisverwaltung sowie allen Beteiligten danken. Sie haben eine Präsentation zusammengestellt, die es in dieser Kombination noch nicht gegeben hat. Ich wünsche der Ausstellung Schalke ist unser Leben viele interessierte Besucher. Sie ist hiermit eröffnet. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, jetzt ist laut gestellt. Als Hausherr sozusagen darf ich mich zum Abschluss ganz herzlich bedanken. Und zwar als erstes bei Frau Dr. Hamer und Herrn Krebert, die das Ganze nämlich auf die Beine gestellt haben, die Idee hatten. Und ich finde das ganz toll, dass mal sowas hier auch im Kreishaus stattfindet. Und ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ich glaube, wir hatten einen ganz netten Abend. Und jetzt wird es auch nochmal spannend,
mit dem, was jetzt hier gezeigt wird.